Pass auf, wir fangen an, Chat, mit einem extrem spannenden Video, weil ich selber gerade noch ein bisschen verballert bin. Das Video nennt sich Errate, wer gekifft hat. Ich rate mit, weil ich das sehr gut Leuten immer sehr schnell ansehen kann, Mann. Gutes Pokerface. Wobei, die können doch alle Augentropfen drin haben, wa? Ist doch ein. Herzlich willkommen. Nee, ich habe leider nicht gekifft, Chat. Ich hätte gern gekifft, Mann. Zurück zu The Studio Match. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben dazulassen und den Kanal zu abonnieren, um keines der kommenden Videos zu verpassen. Okay, let's go. Hallo Jana. Hallo. Hey Victor. Grüß dich. Heute geht es darum zu erraten, welche von diesen Personen high sind oder nicht. Wie immer hast du jetzt die Möglichkeit, dir alle Personen einmal anzugucken. Boah, schwierig. Vier. Wieso hat der Brown Sonnenbrille? Hi. Okay. So auf erste Schätzung. Im Anschluss hast du die Möglichkeit, Fragen oder Aufgaben zu stellen, um herauszufinden, wer heute besonders gut drauf ist. Und das ist die erste Person. Die sollen das nochmal machen mit Crystal Meth oder sowas. So errate, wer Crystal genommen hat. Hi. Hi, was geht? Setz mal meine Brille ab. Würdest du dich eher als einen sozialen Mensch bezeichnen oder eher so antisocial? Also hast du gerne so deine Freizeit, deine Ruhe? Sozial, ja. Ja? Ja. Wurdest du schon mal auf Drogen kontrolliert von der Polizei? Wurde ich noch nicht. Gut, muss aber ja nichts heißen, ne? Muss ja nichts heißen. Darf ich näher kommen? Bisschen? Okay. Also könntest du dich vielleicht mal so, weiß ich nicht, so... Glaube nicht, dass der high ist. 15 Sekunden auf ein Bein stellen und das so ausbalancieren. Kann ich machen. Digga, also weiß ich nicht, Mann. Kannst du dich viermal schnell im Kreis drehen? Aber sind das so Sachen, die man beim Kiffen nicht hinbekommt? Also keine Ahnung. Unter uns gesagt, ein Kollege von mir, der hat mir gesagt, dass es auf jeden Fall kein Problem ist. Also mein Kollege, der würde das immer hinbekommen, wenn er komplett high ist. Ja, okay, ne, reicht schon. Es könnte natürlich jetzt sein, dass ich genau deshalb verarscht werde, weil du das jetzt alles so super hinbekommen hast und sowas. Aber ich würde jetzt so einfach so vom Bauchgefühl sagen, dass du auf jeden Fall gerade in diesem Moment nicht high bist. Würde ich auch sagen. Wenn nicht, ist der auf jeden Fall der übelste Profikäfer, Mann. No joke. Also gebe ich... Reaktionstest, no joke, oder? Wie ein not high Shot. Dankeschön. Ich hätte dir jetzt eigentlich... Er sieht doch überhaupt nicht lash aus. So. Der Bray hat keine hängenden Augen oder so. Sieht nicht verballert aus, Augen nicht rot. Kann natürlich sein, dass die halt alle Dings Augentropfen drin haben, aber dauert jetzt so. Im ersten Eindruck high gegeben. Nee. Er hat leicht rote Augen, aber Pupillen halt überklein so. Und ich glaube, ich bleibe auch dabei. Also du darfst ja einmal so ein... Hi. Hi. Was geht? Wie geht's dir? Gut. Sehr schön, das freut mich. Grüß dich. Grüß dich. Oh, der Bro könnte dicht sein. Was ist 10? Also, der Bro, Digga, sicher, dass der nur gekifft hat oder hat der maybe irgendwie, hat der irgendwie was anderes genommen? Trägt auf jeden Fall hier ein VBG-Shirt. 10 mal 4. 40? Oh, der Digga, ich glaube, der Typ ist dicht. Okay, das war mir ein bisschen zu langsam, glaube ich, so. Ja, vielleicht bist du ja auch einfach nicht so. Nicht klug. Wie sieht so dein typischer Abend aus, deine typische Abendplanung, was machst du so? Meistens skaten. Der steht so lash da und Skater sind immer gerne high, wa? Skaten abends. Bis abends und dann da noch chillen. Wie ist dein Name? Erik. Erik, okay. Ich glaub, der Erik... Der steht so ein bisschen awkward. Der ist auch jemand, der ab und zu mal sich einen durchzieht. Kannst du dich mal auf ein Bein stellen? Der hat so, ja Mann, der gibt einfach so einen High-Vibe. Wisst ihr, was ich meine? Ich sag, du bist high. Aber ich gebe Erik auch mal auf jeden Fall ein High. Ja, würde ich auch machen. Durchgehen? Nein, Bro, du sollst doch da chillen und jetzt dein Fresslash bekommen. Ja, safe high. Wie ist dein Name? Erik auch. Auch Erik. Erik, ah ja. Bei ihm habe ich das Gefühl, er will mich so hinters Licht führen, also...
Ja, vom das ist jetzt gerade so eine ziemlich auffällige. Kannst du kurz mal die Sonnenbrille abnehmen? Kannst du dich auch einmal schnell im Kreis. Mann, zeig doch mal Gesicht, Digga, ich muss Augen sehen. Wie oft? Dreimal. Sehr schwer dabei geatmet. Gibt's irgend sowas, was man sich irgendwie in die Augen sprühen könnte, um so vorzutäuschen, high zu sein? Oder? Ja, Pollenallergie. Kann gut sein. Ja, okay. Der hat auf jeden Fall auch Ice Low so ein bisschen. Der könnte auch leicht Lash sein, so. Könnte sein, dass der. Boah, Digga, weiß ich nicht, Mann. Wie sieht so dein. Deutsche Young Lean einfach. Deine typische Abendplanung aus. Also im Moment immer zu Hause mit einem Ventilator. Abends geht's jetzt raus um 23 Uhr mit Freunden. Big Mood. Parkplatz irgendwo. Nein. Weiß ich nicht, alles Mögliche, nichts Besonderes. Parkplatz, bisschen dies, bisschen das. Ich komme aus dem Dorf. Weil ich glaube, du willst den Eindruck machen, high zu sein. Ich sag, du bist high. Alright. Aber ich glaube. Ja, der hat so, der hat. High Leute haben immer so das Gesicht. Ich kann das gar nicht beschreiben, man sieht es einfach Leuten an. Also, wenn der das playt, dann playt das sehr gut. Du bist nicht high. Also, ich geb. Erik einmal. Ey, ich geb da Nello recht, Mann. Der Typ ist drauf, der ist high. Das nicht high. Wir sehen. Der hat Eis zu low. Grüß dich. Wie ist dein Name? Enisa. Nicht high. Enisa. Viel zu glowy. Face viel zu glowy, nicht high. Okay. Freut mich, dich kennenzulernen. Wie alt bist du? 24. Mhm. Das. Hallo. Nice Tattoos. Danke. Gefallen mir. Jana, chill. Was hörst du so? Ist Jana eigentlich selber dicht? Jana ist selber high, um auf Level zu kommen, um zu connecten. So für Musik? Trap. Trap? Wer ist dein Lieblingsartist so? Ich mag Gunna zum Beispiel, aber viele. Mhm. Kann man eigentlich mit Grills oder so kiffen? Ich glaube schon. Ja? Trap Madonna. Mein erster Eindruck, als du gerade hier reingelaufen bist, war, dass du high bist, aber einfach nur aus dem Grund, weil du gegrinst hast und ich das kenne, dass man immer so zu anderen Leuten, von denen man weiß, alles lustig findet in solchen Situationen, aber ich habe jetzt schon zweimal gesagt, dass ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Also ich würde sagen, dass dir nicht high ist. Ab und zu kiffst du schon mal, wahrscheinlich. Darfst ja nichts zu sagen, ich glaub, ich kann's nicht sagen. Ja, aber ich. Also, nee, sie wirkt auf jeden Fall nicht high. Ich glaube, hörst du Bob Marley? Junge Victor. Nein. Hörst du Bob Marley? Okay. Aber ich glaube, sie ist. Ich glaube, sie ist high. Na, ich glaube nicht. Ja? Die wirkt nicht high. Ich sage trotzdem, du bist high. Ich sag nicht. Ich sag nicht. Oh, ich habe schon viele high gesagt, ne? Aber noch wenige nicht high. Ich sag nicht. Moin. Grüß dich. Wie ist dein Name? Ja. Jan. Jan. Hi. Hi. Geht. Ist gut, soweit bei dir? Auch sehr schön. Nicht hi. Schön. Wie alt bist du? 24. Mhm. Was machst du so in deiner Freizeit gerne? Jetzt zur Zeit so? Mhm. Ja, zur Zeit ist EM, ne? Ich muss halt von vorne ins Gesicht sehen. Wenn ich so von vorne ins Face bei jemandem schaue, weiß ich sofort, ob der high ist. Also EM gucken abends so. Und der sonst ist überprall, glaube ich nicht. Das ist schwer, es sehen alle, also alle könnten. Das ist wahrscheinlich auch der Sinn. Die haben extra so Leute genommen, die immer dicht aussehen. Dass alle theoretisch bekifft sein könnten. Kannst du dich auch mal schnell im Kreis drehen, viermal, bitte? Ja, okay. Turnverein hier. Ja, wir freuen uns alle. Mach mal Facecam in die Ecke, Chat. Bist du wahrscheinlich heute nicht mit dem Auto hier, oder? Doch, doch. So, ja. Mhm. Ich bin aber gestern schon hergefahren. Ah, okay. Mhm. Wo kommst du her? Hamburg. Oh. Mein Bauchgefühl sagt mir jetzt schon wieder erst high, aber es. Ich sag nicht. Können ja nicht alle high sein hier. Was hörst du so für Musik? Also viel 90s, 80s. Mhm. Auch bisschen Deutschrap so. Bisschen Deutschrap so. Ja, Dicker, weißt du, wenn deine Stimme so ein bisschen lash ist. Also ich würde es dir zutrauen, aber ich glaube, weil du nach Hamburg zurückfahren musst, bist du nicht high. Dankeschön. Oh, dieser Smile, Bro. Der ist doch high. Ich glaube, der ist dicht. Ich glaube auch, dass der dicht ist. Du bist high. Ja, Mann, der ist high. Scheiße, das sind ja alle high, oder? Ich bin wieder richtig schlecht.
Wie ist dein Name? Ray. Ray. Nicht hi. Was hörst du so für Musik? Wirklich sehr, sehr breit gemischt. Mhm. Wirklich alles Mögliche, sei es Rock, Reggae, Techno, mhm. Rap. Reggae, mhm, mhm. Alles. Gehst du gerne auf Festivals? Sehr gern, ja. Was für Festivals? Wo warst du so die letzten Jahre? Festivals eigentlich nur Techno-Richtung. Mhm. Ja. Stehst du so. Aber das heißt doch Techno. Zur Legalisierung von Cannabis? Ja, ist schwer. Man sollte denen helfen, denen es schlecht geht. Der ist auf jeden Fall nicht high. Der ist auf gar keinen Fall high. Der hat zwar riesig große Pupillen, aber ich glaube, das sind einfach seine Augen. Das ist, okay, glaube ich, wichtig. Also benutzt du das eher so aus Medizin? Vaccinated, ready to fuck. Medizinischer Sicht. Das weiß ich nicht. Also das darf ich ja nicht beantworten. Ah, ja. Du hältst mir so den Blickstand die ganze Zeit. Ja, er hat ein gutes Pokerface. Ja, ich glaube, du bist nicht high. Glaube, okay, er auch. Also oder er kann es gut. Pupillen werden bei Weed nicht größer. Okay, let's fubs, dann weiß ich nicht, was du da mal rauchst. Verschieren. Das ist sehr mutig, deshalb glaube ich, du bist. Der ist auf MDMA. Nicht high. Also der mein Bauchgefühl MDMA, sagt Bro. Mir gerade einfach, du bist nicht high. Das kannst du mich jetzt auch sehr, sehr täuschen. Okay. Aber nein, du bist nicht high. Okay, danke. Hallo. Hallo. Wie ist dein Name? Carina. Carina. Es geht, wie geht's dir? Gut, gut. Selbst? Ja. Sehr selbstbewusst, könnte auch high sein. Ach, das freut mich. Wie alt bist du? 25 jetzt. Mhm. Woher kommst du? Nähe Neuss, so ein kleines Dorf. Könnte auch high sein, ne? Weiß ich nicht. Okay, was machst du so? Sieht aber eigentlich nicht so in aus. In deiner Freizeit gerne? Sehr viel skaten, fotografieren, mhm, Schauspielern. Glaube ich nicht. Bei Carina hatte ich eben, als die Kandidatinnen und Kandidaten reingelaufen sind, direkt den Eindruck, dass sie auf jeden Fall gekifft hat. Kannst du auch mal auf einem Bein stehen? Ja, doch. Einfach so langsam umgefallen. Könnte okay. Schon. Bei dir ist richtig schwer. Du verwirrst mich jetzt gerade am meisten, wirklich. Ich glaube, ich bleibe auch bei meinem ersten Bauchgefühl. Also Carina, bei dir mache ich es kurz und knapp. Ich glaube, du bist high. Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube... Wobei, wenn sie als Skaterin nicht auf einem Bein stehen kann. Du bist nicht high. Aber ich soll drauf reinfallen, dass du high bist. Das ist meine Antwort. Okay, meine finale Antwort. Kommen wir zur Auflösung. Okay, Chat, also. Mal gucken, ob wir richtig liegen. Ich habe gesagt, hi, 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 nicht hi, hi, nicht hi, nicht hi. Ich bitte alle Personen, die richtig zugeordnet worden sind, die Hand zu heben. Also, hi, hi. Hä? Oh, ja, gut. Ich habe selber keinen Durchblick mehr. Ist eine Hand oben? Scheiße, Mann. Also, er ist high, habe ich gesagt. Er ist high, habe ich gesagt. Sie ist nicht high, habe ich gesagt. Er ist high auf jeden Fall. Und die beiden sind einfach dicht. Holy shit, Mann. Das sind aber, Bro, das sind aber extrem geübte Kiffer hier dann. Holy shit, Mann, Digga. Ich werde besser kein Bulle. Eine Person wenigstens. Den Bro hätte ich Auto fahren lassen. Oh Mann, okay. Oh, Digga, der Geimpfte hat wirklich das Game komplett durchgespielt, Mann. Ich sag's, das ist Nadine schon, Dankeschön. Du? Ja, dann sieht's so aus, dass ich dann beide Spiele gewonnen habe. Was hast du? Wie viele? Ich hab drei. Drei? Drei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall einen Like da und lasst einen Kommentar da. Go on, go on, go on. Und wenn ihr auch mal hier in dieser wunderschönen Show dabei sein wollt,